Yo, Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Unser letzter Mondosaurus wird hier gerade abgeliefert, wie man sehen kann. Und ja, und dann haben wir die Mondosauren schon mal drin. Wir haben fast 10 Millionen. Was ist ein nettes Gehalt ist. Wir hauen jetzt noch mal ein paar Triceratopse raus. Bedeutet, wir schicken auch gleich wieder unseren Helikopter los. Je früher er losfliegt, desto besser. Der Teil des Parks ist ja jetzt schon gut besucht, voll. Unser T-Rex befindet sich da drüben. Als nächstes wird hier das nächste Gehege reinkauen. Dort das nächste. Jetzt müsste auch gleich mal so das hier frei sein. Ab. Denn die Kosten hier sind sehr hoch. Und die brauchen wir aber. Das Geld bräuchten wir. Das ist wahrscheinlich unser nächstes großes Problem. So, wir tun nochmal einen Triceratops züchten. Da ist er. Ich habe mir hier schon ausgeholt. Gott, ich depp. So. Ich frage mich, muss ich hier einen Weg rum oder nicht? Wir werden mal hier einen kleinen Weg einfach außen rum basteln. Weg. Ich habe außerdem hier schon mal so einen kleinen, aber feinen Bunker gebaut. Einfach, falls wieder ein Sturm kommt, weil am Ende der letzten Folge war ein Sturm auf einmal zu sehen. Ich habe jetzt einfach mal hier einen Weg außen rum gebaut. Vielleicht ist es das, warum hier noch kein Mensch kommt. Kann ja sein. Und probieren geht über studieren, deswegen. Sicherheitsabteilung, ich will den Indoraptor haben. Man kann immer noch ein paar Probleme mehr ein Fleischfresser. Schauen Sie sich den Auftrag an. Ja, das ist jetzt hier kein großes Problem. Oh, wir haben hier schon wieder neue Sachen. Was war das denn? Habe ja gar nicht gemerkt, dass wir hier neue Viecher haben. Ja, nur von ihm. Okay, Hammond Entwicklungslabor als nächstes. Die nächsten Tiere können freigelassen werden. So, währenddessen soll man das Transportteam sich darum kümmern, dass diese Tiere endlich in deren Gehege kommen. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Neues vollständiges Genom. Ups, ich darf hier nicht. Soll ich aus dem Bildschirm raus? Vergesse ich immer wieder. So. ACU-Beteiligungshelikopter. Da kommt der nächste. Jetzt müssen wir gleich das nächste Transportteam nehmen. Lustigerweise, er bewegt sich schon gar nicht mehr. Ach, jetzt bemerkt er, wird er erst jetzt beschossen? Oder haben die. Ich glaube, der hat das erst jetzt bemerkt. Oh, cool. Der schießt hier was auf mich. Hä? Wo kommt denn das jetzt her? So, okay. Warte, jetzt immer nach oben und nach unten, dann sind wir gleich schnell, zapp. Sollte es fürs Erste begonnen sein. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Ah, jetzt haben wir schon fast vier, jetzt sind wir schon über den 3 Sternen. Könnt ihr mal ein Gehege auf den Parasaurolophus machen, damit wir ein Foto von ihm machen können. Gute Verdauung. Die habe ich aber auch modifiziert schon, ne? Schlaf gut, gute Nacht. Nee, 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 nee. Ah ja, ich habe außerdem Forschungen schon wieder begonnen. Ich weiß nicht, ob wir es probieren sollen, aber es wäre schon cool, so einen gedaubten Indominus Rex zu züchten, oder? Problem, wir haben hier gerade plus 20 bloß. Das wird ein wirkliches Glücksspiel, würde ich mal sagen. Ich würde aber trotzdem warten, bis wir ein bisschen mehr haben. Vor allem das Gehege davor sollte gebaut werden. Lass mich raten, Stego. Boah, das geht mir so auf den Nerv, falls es auffällt. Weil ich muss die Viecher jetzt auch noch die ganze Zeit züchten. Stego. Tun wir gleich wieder zwei züchten. Okay. Klar ist, dass da wird das Gehege von dem Indominus. Jetzt ist die Sache, was für
Besucherattraktion. Also er soll auf jeden Fall tief reingeschaut werden. Und so. War ich denn so hin? Und... Andere Teil, ich habe ja extra hier einen Weg frei gemacht, ne? So. Dann brauchen wir noch den Zaun. So. Der muss hier sowieso noch gerade ausgehen, weil... Wenn ihr es nicht vergessen habt, wisst es ja. Dass das hier das neue Gehege für den Dominus wird. So, okay. Kriegt das jetzt hier den Straßenanschluss? Genauso wie das hier den Straßenanschluss kriegt. Dann kriegt das ein Tor. Und ja, ich werde langsam echt unvorsichtig mit den Toren. Früher habe ich extra Sicherheitswege zwischendurch gebaut. Jetzt baue ich einfach mal so. Okay. Produkt wurde transportiert. Geht mir jetzt schon wieder der Strom aus. Jetzt langsam glaube ich es aber mal. Wie viel Strom muss ich denn noch produzieren, damit ich hier irgendwie mal positiv bleibe? Ausfallschutz. Ausfallschutz. Produkt zugestellt. Verbesserte Leistung. Verbesserte Leistung. So. Wie viel Strom habe ich jetzt noch übrig? 24. Oder ich brauche bald sowieso schon wieder neues. Ah. Also, okay, Fossilienzentrum. Inventar vergrößern. Extraktionsplatz. Extraktionstempo. So, jetzt schicken wir die nochmal los. Und zwar brauchen wir Fleischfresser-Genome. Wer hat da für einen Kernotaurus? Hier noch für einen Kernotaurus und dem von meinem T-Rex. Vielleicht finden sie was. Zwei tote Tiere. Der Spino ist gestorben. Oh. Unsere Hauptattraktion ist gestorben. Oh, das ist ungut. Oh, das ist ungut. Kann mir mal jemand sagen, wo unser... Ah, der ist noch unterwegs. Nein, der Spino ist tot. War der eigentlich genomisch modifiziert? Fürsorgestrafe, weil er tot ist. Ach Mann, ich wollte noch gerne wissen, ob er modifiziert war. Also ich krieg Fürsorgestrafen immer, wenn den Tieren was passiert. Deswegen habe ich so viel Fürsorgestaffe gerade. Okay. Der Transportbewertung ist bei mir am niedrigsten. Der einen Rest passt ja schon. Hier Dinosaurier-Sichtbarkeit 90%. Das ist ja grandios. Produkt wird transportiert. Ich komme gerade nicht über die 10 Millionen raus, ne? Wie schaut das mit den Einnahmen aus? Eine halbe Million pro Minute. Oder die 20 Minuten... Machen schon ein bisschen was, machen 10 Millionen. Weil ich müsste 20 Minuten warten, bis ich 10 Millionen mehr habe, wenn ich nicht dauernd Ausgaben hätte. Das ist ja, sagen wir mal, das Hauptproblem, dass ich die dauernd die Ausgaben auch noch habe. Weil den Viechern geht's ja gut. Ich habe eh gezüchtete, langlebige Tiere. So, okay, verkaufen. Extrahieren. Verkaufen. Auf jeden Fall extrahieren. Je mehr Punkte wir dazu haben, ist perfekt. Das können wir verkaufen. Ist ein Stego. Dich brauchen wir noch. Dich kann man auch verkaufen. Genauso wie man dich verkaufen kann. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz auf die Expeditionskarte. Schicken die mal auf die obersten Punkte hier. Seven Entwicklungslabor. Darf mal die Stegos freilassen. Bedeutet schon wieder ein ACU. Der ACU-Helikopter hat bei uns aber auch die größte Aufgabe, ist das Gefühl, oder? Eigentlich bräuchten wir hier unten eh noch ein ACU-Center. Wenn hier gezüchtet wird, muss der Helikopter in teilweise in Sekunden da sein, wenn wir einen T-Rex züchten oder sowas. Obwohl, notfalls können wir ihn auch herfliegen.
Also beim Indominus müssen wir ihn eindeutig erstmal herfliegen. Bestätigt. So, okay, jetzt können wir schon mal einen Spino in Angriff nehmen hier. Ausputzen. Das kostet uns jetzt schon wieder 2 Millionen und wir sind wieder auf die 10 Millionen runter. Läuft bei uns. Okay, wir können sie einmal einfach in Angriff nehmen. Wer Angst hat, wird sich selbst verletzen. Indominus Rex, er hat 610. Eine gewaltigste Angriffszeit, eine Lebenserwartung, die ist gigantisch. Hat natürlich nur eine Chance von 60%. Moment. Also ich habe im Grunde nur eine Chance von 30%, dass das Viech überlebt. Okay, warte mal, jetzt müssen wir ein bisschen was verändern. Das war einer unserer größten Fehler wahrscheinlich. Das wären ja schon mal 106% und nur noch 8 Millionen Kosten. Ich weiß nicht, wie sehr kann ich da nach oben gehen. Es wäre ein rapider Verlust, aber wenn wir das hier machen, das geht hier. Okay, in die ins Ausputzen, so scheiß jetzt drauf. Ah ja, wir müssen die Transportteams auch noch bereitstellen. Dass da unten schon wieder ein totes Viech rumliegt. Ich glaub's langsam. Zum Glück habe ich schon mal 2 gezüchtet, weil jetzt, glaube ich, geht auch langsam wieder alles runter, oder? Nee, nicht mal. Bin gerade erstaunt. So, gehen wir mal schnell ins Fossilienzentrum. Schauen, was dort abgeht. Hier haben wir wieder was gefunden, was Geld einbringt. Extrahieren. Verkaufen. Genau, extrahieren. Die bringen glücklicherweise meistens nur das mit, was ich brauche. Oder ich kann jetzt ich schicke jetzt einfach das Expeditionsteam immer wieder los. Vor allem an die Punkte, wo ich ja nicht mehr möglich was zu suchen habe. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier runtergehen, Spinosaurus brauche ich nicht, aber da kann ich gut Geld machen mit. So, mal blöde Frage. Ich hatte den dritten Helikopter auch. Wo ist der? Ich habe 3 Helikopter. Ach, da ist er ja. Bis jetzt schaut es mit beiden gut aus. Okay, der überlebt sowieso zu 100%. Der hier ist eher meine Sorge. Gehen wir mal in den Wald noch schnell. Den Wald schnell ziehen. Genau wie wir in so ein kleines Teich ziehen. So. Und da das ein sehr hungriges Tier ist, braucht es auch genug zu essen. Deswegen Ziege, Ziege und einmal Fleisch. So, die Produkte sollten gleich ankommen. Der Spino kann jetzt noch ein bisschen brauchen. Also auch schon fast bei 50%. So, okay, die nächsten Überlegungen sind ja das neue Gehege für Pflanzenfresser, das hier hinten eingebaut werden muss. Ach, jetzt haben wir Fleischfresser-Fossiles gefunden. Beeindruckende Arbeit. Spino, den da ist immer super. Was ist das jetzt auf einmal her? So, okay, 4,5 Millionen schon wieder. Jetzt haben wir wieder ein neues Gehege überlegen, wie wir das ziehen. Bedeutet, wir brauchen mal wieder unsere Aussichtsplattformen. Ich würde einfach sagen, dass das nächste sich gleich hier anschließt. Und dann. Da. Wir das nächste hier so hinsetzen, oder? Das Gehege kriegt jetzt gleich den Zaun dazu.
Was uns wahrscheinlich wieder Strom nimmt, wie sonst noch was. Aber wenn ich mich nicht irre, würde mir das gleich eh anhängen. Mein unabhängige. Unabhängige Zäune. So, okay, das ist das nächste Gehege. Kriegt auch hier sein Tor hin. Und ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das nächste Tier ist schon wieder tot. Sammle Produkt ein. Und wir brauchen dringend wieder neue Sachen. Aber Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt den Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.